Hi zusammen. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier ein brandneues Samsung Galaxy S5 und das hat sogar noch die Originalschutzfolie drauf. Die können wir jetzt auch direkt mal entfernen. Und bei diesem befindet sich ein sogenanntes Vodafone Branding drauf. Und wie ihr das entfernen könnt, dieses Branding, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Und da sind ja so Kleinigkeiten drin wie ein anderes Bootlogo. Da müsst ihr jetzt eigentlich gleich noch kommen. Und nö, kommt jetzt hier gar nicht, okay. Aber es werden auf jeden Fall standardmäßig einige Apps installiert und so weiter. Deswegen, also, das Gerät muss ausgeschaltet werden. Beginnen wir jetzt mal. So, dauert jetzt einen kleinen Moment. Okay, bestätigt er und es ist ausgeschaltet. Im nächsten müssen wir drei Tasten drücken. Das ist einmal hier links die Lautstärke leise Taste. Dann müssen wir auch gleichzeitig den Home-Button drücken und hiernach noch den Power-Button. Also so einen richtigen komischen Klammergriff. Zack, 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 zack. Und zack, drei. Und dann dauert es einen Moment. Wir spüren auch ein kurzes Vibrieren. Und nun sind wir hier in dem Bootloader. So, und hier bekommen wir so eine Sicherheitsabfrage. Volume up, also Lautstärke nach oben, wenn wir damit einverstanden sind, dass das Ganze gefährlich ist. Also klicken wir einmal nach oben und sind jetzt hier, das sieht man jetzt hier. Hoffentlich stellt die Kamera das jetzt nochmal scharf. Ja, kriegt sie jetzt nicht so ganz hin. Ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in dem sogenannten Bootloader und haben jetzt die Möglichkeit, über den PC die neue Firmware rüber zu kopieren. So, und das passiert gleich am PC. So, willkommen zu Teil 2. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier an meinem MacBook und der wird ein bisschen vergewaltigt. Da ist Windows drauf, weil es nicht anders geht. Wir brauchen nämlich die Software Odin, so nennt die sich. Die gibt's kostenfrei. Link liegt unten in der Infobox. Und genauso müssen wir auch die Original Samsung Galaxy S5 brandingfreie Firmware runterladen. Die ist relativ groß, sind so, also hier entpackt hat sie 2,3 GB und in der gepackten Version sind es glaube zwei Dateien mit, ich glaube so circa 1,5 GB Gesamt. Also das Runterladen und Entpacken ist eine MD5-Datei, legt ihr euch dann bereit und als nächstes starten wir dieses Tool Odin. Das sieht so aus und hier ist es wichtig, dass unter den Optionen der Auto-Reboot vorhanden ist, damit das Gerät automatisch noch startet und der F-Reset. Wofür der genau ist, weiß ich nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. So, hier gehen wir jetzt bei Odin 3 im nächsten Schritt und klicken auf PDA und wählen hier die Firmware aus. Das ist diese hier in dem Fall und drücken Enter. Hier unten links in dem Bereich seht ihr, dass die Software, oder ja, das ist doch richtig, genau, die Software, diese Datei nochmal überprüft wurde. Das ist soweit in Ordnung. Ist noch dran, please wait, sorry. Dauert auf jeden Fall noch einen Moment und in der Zeit könnt ihr dann an euer Galaxy S5 schon das USB-Kabel anschließen und Sie kennt ihr. Ich habe jetzt hier ein USB 3.0-Kabel, deswegen der breite Stecker, ist aber unerheblich. Ihr könnt es auch mit dem einfachen machen. Das geht genauso. Und dann natürlich auch mit dem PC verbinden. Schauen wir mal, ob das jetzt mit der virtuellen Maschine alles so klappt. Gut, hier müssen wir natürlich sagen, mit Windows verbinden. Ist soweit in Ordnung. Mal gucken, ob er dann mit den Treibern klarkommt. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Gucken wir mal, ob das jetzt direkt so klappt. Der Treiberinstallation. Sonst muss ich hier nochmal den Treiber runterladen. Und wie ihr hier im Hintergrund noch gesehen habt, checking MD-Finish successfully. Und das bedeutet auf Deutsch, dass die Software überprüft wurde und wurde für okay bestätigt. Und dementsprechend klappt das jetzt. Damit ihr jetzt hier nicht darauf warten müsst, dass ich das Galaxy S5 unter dem alten Windows XP am Mac zum Laufen bekomme, mache ich hier kurz Pause. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier die das muss man kurz wegmachen, so. Die Treiber-Software installiert und dementsprechend wird das Gerät jetzt auch erkannt und wir müssen einfach nur auf den Start-Button klicken und hier sehen wir, dass hier einiges abläuft, hier links unten in dem Fenster und hier oben. Und jetzt beginnt, sieht man hier am Telefon, unten an der Statusleiste am S5 auch noch, dass hier der Prozess angekommen ist oder parallel einfach durchläuft. Und das Ganze dauert jetzt circa, ich sag mal, 8 bis 12 Minuten. Je nach Rechner kann sich da noch mal ein bisschen was an der Geschwindigkeit ändern. Und ja, einfach mal abwarten und dann geht's gleich weiter. So, machen wir jetzt mal kurz einen Status-Zwischenbericht. Hier sehen wir jetzt einmal, dass das Gerät gerade neu startet.
hier oben auch an dem Button oder an der Infobox mit Reset zu sehen. Hier ist das Startup, genau, und hier sieht man auch, wie das verbindet sich jetzt neu. Und jetzt installiert er hier komplett die Apps. Das heißt, das Gerät hat jetzt wirklich die neue Firmware drauf. Und das war's schon. Also wirklich so simpel ist es bei einem, ja, mit einem Branding versehenen Samsung Galaxy S5 das Branding zu entfernen. Mit einem sogenannten Flash kann man das auch nennen. Und das Ganze geht mit Odin 3, wie gesagt. Und ja, ich packe euch die Links unten in die Infobox für die Downloads von Odin 3 und der Firmware, original von Samsung. Dementsprechend ist es auch nicht irgendwie illegal, meiner Meinung nach, weil es einfach eine original Samsung Firmware ist und wir fügen die einfach hinzu. Genau. Also, viel Spaß damit. Wenn es euch gefallen und geholfen hat, habt lasst gerne einen Daumen da und einen Kommentar, wenn ihr Hilfe braucht oder ähnliches. Ciao!